Oh, hallo. Herzlich willkommen zu Maikes Rappelkiste. Puh, ganz schön anstrengend. Also ich sag euch, ich liebe den Winter und ich liebe wirklich Schnee. Aber wisst ihr, was ich nicht liebe am Schnee? Wenn man erwachsen ist, muss man nämlich Schnee schippen. Oh. Und das ist ganz schön anstrengend. Mal abgesehen davon, dass ich sowieso viel schöner fände, wenn wir den Schnee nicht wegschippen müssten, denn dann sieht es immer so wunderschön aus, wenn man aus dem Fenster guckt und da nur ein paar kleine Fußspuren zu sehen sind. Ja, aber das ist leider zu gefährlich. Da könnten Menschen ausrutschen und deshalb muss der Schnee vor der Tür halt weg. Und ich schipp und schipp und schipp. Rappelkiste, du hättest mir ja ruhig mal ein bisschen helfen können, oder? Sollen wir mal schauen, was die Rappelkiste dazu zu sagen hat? Okay, dann kommt mit. Okay, mehrere Sachen. Was ist das? Sieht aus wie eine Zunge. Aber da ist noch mehr. Ein paar Blätter. Mit einer 7. Aha, okay. 7. 7, okay, 7. Wisst ihr, was das ist? Das sind Menschen, die genau wie ich Schnee schippen. Ne? 7 Schneeschipper, die Schnee schippen. Okay. Und könnt ihr das erkennen? Ganz viele Schneeschaufeln oder Schneeschippen. Wisst ihr, wie viele das sind? Habt ihr schon gezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hatten wir doch eben schon mal, oder? 7 schneeschippende Menschen mit Schneeschippen. Und ich weiß, wo die Rappelkiste drauf hinaus will. Noch ein letztes Bild. Könnt ihr das erkennen? Das ist eine Schneeflocke, also die steht für Schnee. Und jetzt weiß ich auch, wofür die Zunge war. Es geht um einen Zungenbrecher. Na klar. Und wenn ich mir die Bilder so anschaue, dann weiß ich auch schon genau, um welchen es sich handelt. Nämlich, passt auf, 7 Schneeschipper schippen 7 Schippen Schnee. Könnt ihr das auch? Versucht's mal. 7 Schneeschipper schippen 7 Schippen Schnee. Gar nicht so einfach, oder? So, aber dafür haben wir ja unsere Blätter zur Hilfe. Und damit kriegen wir es gemeinsam mit Sicherheit hin. Lockert schon mal eure Zungen. Damit ihr euch keinen Knoten reinmacht. Und dann probieren wir es mal. Also, 7 Schneeschipper schippen 7 Schippen Schnee. Zuerst brauchen wir also eine 7. Ganz genau. Und zwar 7 Schneeschipper. Und was machen die Schneeschipper? Die schippen. 7 Schneeschipper schippen. Und zwar was? 7 Schippen Schnee. Also, jetzt brauchen wir unsere 7 Schippen. 7 Schippen Schnee. Kriegen wir hin, oder? Also, 7 Schneeschipper schippen. 7 Schippen Schnee. Hat's geklappt? Wir machen es noch einmal. Es geht los mit 7 Schneeschipper schippen. 7 Schippen Schnee. So, jetzt seid ihr bereit?
Zungen locker. Und los. 7. Schneeschipper schippen. 7 Schippen Schnee. Nochmal. Und 7 Schneeschipper schippen. 7 Schippen Schnee. Oh, hat's geklappt? Dann dürft ihr es jetzt alleine versuchen. Ich halte nur noch die Bilder hoch. Aufgepasst und los geht's. Hat's geklappt? Schaffen wir es einmal ohne Blätter gemeinsam? Bestimmt, oder? Okay, bereit machen und los. 7 Schneeschipper schippen 7 Schippen Schnee. Ja! Super! Das habt ihr klasse gemacht. So, Rappelkiste. Jetzt kann ich zwar den Zungenbrecher von den 7 Schneeschippern, aber ich habe hier keine 7 Schneeschipper, die mir beim Schneeschippen helfen könnten. Also muss ich wohl wieder los. Nützt ja nichts. So ist das eben, wenn man erwachsen ist. Euch wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Und wenn ihr auch Schnee habt, viel Spaß im Schnee. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Macht's gut! Tschüss!